Ja, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Langen Nacht der Zeit und zum Zukunftsfestival. Herzlich willkommen auch in diesem Saal, in dieser Veranstaltung. Und wir werden in der nächsten Stunde und 15 Minuten diskutieren über die Zukunft der Demokratie. Und dazu möchte ich Sie alle ganz herzlich begrüßen, aber auch Rieke Havertz, die hier neben mir auf der Bühne sitzt. Sie war die erste Washington-Korrespondentin, die Zeit Online hatte, also unsere Brüder und Schwestern von Online. Sie hat da die Biden-Wahl gecovert, war 2020, 2021 in Washington, hat aber auch schon 2016, als Trump an die Macht gekommen ist, dort gelebt und darüber geschrieben. Und darüber werden wir natürlich heute im Laufe des Abends auch sprechen. Und zugeschaltet sind uns hier auf den Monitoren, werden Sie gleich dort sehen. Wir können Sie auch hier sehen. Zwei weitere unserer Zeitkorrespondenten, das sind einmal Matthias Krupa. Matthias, winkt doch mal, dass die Leute wissen, wer du bist. Genau, das ist Matthias Krupa. Er berichtet zurzeit für uns aus Paris, war aber vorher auch schon Brüssel-Korrespondent und hat auch viel schon über Europapolitik und Außenpolitik hier aus der Hamburger Zentrale wenige Meter weiter am Speersort geschrieben. Und auf dem anderen Bildschirm sehen Sie Michael Thumann, der für uns in Moskau ist und von dort aus auch im Moment zugeschaltet. Diese Moskau-Episode läuft für Michael seit 2021, aber er war schon einmal dort, nämlich 1996 bis 2001 und ist auch zwischendurch als Büroleiter immer mal wieder hin und her gependelt. Er hat außerdem Auslandsstationen in Istanbul, Athen und Kairo. Auch darüber werden wir natürlich heute sprechen. Das sind ja alles Länder, die für die Frage, die wir hier stellen, was ist eigentlich die Zukunft der Demokratie und geht es eigentlich vorwärts oder rückwärts mit den Demokratien, ganz wichtige Länder, um da hinzugucken. Wir fangen vielleicht an mit dem ganz großen Panorama. Es gibt die These von der Rezession der Demokratie oder dem Democratic Backsliding, die ist gerade seit der Wahl von Trump wieder sehr prominent geworden, weil das damit auch so ein bisschen in unsere Welt, in die westliche Welt geschwappt ist und uns ganz nahe gekommen ist. Und seither gibt es quasi auch so eine Welle von Sachbüchern, in denen das immer wieder gesagt wird, die Demokratie sei auf dem Rückzug. Einer, der da immer wieder zitiert wird, das habe ich mir nochmal angeschaut, ist der Demokratieforscher Larry Diamond. Das ist ein amerikanischer Demokratieforscher, ziemlich bekannt in der Szene. Und der spricht so von mehreren Wellen. Also wir hatten einmal eine große Welle der Demokratisierung nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und nach 2000, und da spalten sich dann so ein bisschen die Meinungen, gibt es so eine Art Flatline. Also es stagniert, es werden nicht noch mehr Länder Demokratien, sondern manche beobachten sogar eher eine Rezession. Und mittlerweile sind wir ja auch umringt von Ländern, um die wir uns mindestens Sorgen machen hier in Europa. Also Polen, Ungarn, USA, muss ich Ihnen nicht sagen. Aber vielleicht deswegen die erste Frage an euch drei. Also wo würdet ihr euch sehen in dieser Debatte um das Democratic Backsliding, Rieke? Bist du eher optimistisch oder eher pessimistisch? Wohin geht die Reise im Moment? Was ist die Zukunft? Ich möchte eigentlich grundsätzlich immer eher optimistisch sein. Mit meinem sehr fachspezifischen Blick auf die USA bin ich aber tatsächlich eher pessimistisch, weil ich glaube, dass vor allen Dingen in den USA die Entwicklung gerade extrem problematisch ist, dass da, glaube ich, kurz davor ist, etwas auseinanderzubrechen, was auch nicht einfach mit der nächsten Wahl, mit vielleicht noch mal 4 Jahren einem Joe Biden zu reparieren ist. Und wenn so ein Land an so einem Punkt steht, ist das, glaube ich, grundsätzlich auch global einfach eine sehr schlechte Nachricht und ein schlechtes Zeichen. Michael, du hast ja auch immer einen sehr globalen Blick auf die Welt, schon allein dadurch, weil du schon so viele Länder kennengelernt hast. Also wie ist deine Perspektive? Sind wir in einem Prozess des Backslidings, die Demokratie in der Zukunft generell gefährdet? Naja, ich bin da etwas vorbelastet, weil ich immer wieder in Ländern Korrespondent war, die ich dann durch fürsorgliche Berichterstattung in die Autokratie begleitet habe, gewissermaßen. Also das war irgendwie in Russland 2001, als Putin übernommen hatte, in Kairo und in Istanbul 2012, 2013, wo ich einfach vor Ort sehen konnte, wie Gesellschaften, Zivilgesellschaften zerstört wurden und wo sich einfach Öffnung scheiterte. Und diese Autokraten, muss man halt sagen, die sind leider auch alle sehr lernfähig. Viele bleiben sehr lange an der Macht. Sie helfen sich gegenseitig, sind wahnsinnig flexibel, bedienen sich irgendwie linker und rechter Ideologien und sind mal Nationalisten und mal Imperialisten und mal einfach nur fürsorgliche Patriarchen.
Und insoweit bin ich da nicht so optimistisch gestimmt. Es gibt allerdings auch ein paar Lichtblicke, die man nicht vergessen darf. Und manche Demokratien sind resilienter, als wir dachten, und manche Entwicklungen auch. Und das ist zum Beispiel in Europa, ja, gerade in Deutschland, wo wir die AfD halt eben nicht mehr so stark empfinden, wie sie noch vor Jahren wirkte. Das ist auch in den Niederlanden und in Nordeuropa. Oder interessant ist auch Griechenland, das wirklich durch schwere ökonomische Krisen gegangen ist und heute eigentlich eine ziemlich stabile konservative Partei hat, die so rechtsfaschistische Bewegungen wie die goldene Morgenröte einfach an die Wand gedrückt hat. Also von daher, es gibt auch ein paar Lichtblicke, aber darüber darf man natürlich die Bedrohung durch die großen Autokratien von Russland, China, Türkei nicht vergessen. Matthias, wie geht's dir? Das hat Michael schon die Hälfte meines Parts vorweggenommen, sozusagen die Suche nach dem Licht in der Finsternis oder jedenfalls in einem nicht so besonders freundlichen Bild. Ich denke auch, dass Europa sich bislang, wenn man das global sagt, wir werden ja über einzelne Länder nachher sprechen und hier über Frankreich insbesondere, es gibt hier eine ganze Reihe Krisensymptome, nichtsdestotrotz gemessen an den globalen Entwicklungen, gemessen an den USA, gemessen an den Ländern, die Michael genannt hat, Russland, China, der Türkei, würde ich auch denken, dass in Europa doch jetzt im Grunde genommen in diesen letzten 10, 15, 20 krisenbewährten Jahren sich die Demokratien ganz gut geschlagen haben. Und wir sind in einem Dazwischen. Wir sind in einem Kampf oder in einer Situation, wo die Demokratien von innen wie von außen getestet werden, immer wieder getestet werden, aufs Neue getestet werden. Und das ist auch in Europa natürlich ein Prozess mit offenem Ausgang. Ja, das muss man vielleicht ohnehin einmal unterscheiden, dass wir einerseits sozusagen die Demokratien durchzählen können und dann anhand verschiedener Indizes sagen können, okay, dieses Land kann noch als demokratisch gelten und dieses Land ist schon als ganzes System nicht mehr demokratisch. Und da sieht man tatsächlich eben seit 2000 dann so eine Art Stagnation und natürlich einzelne Länder, die einfach umgekippt sind. Also da zählen Demokratieforscher definitiv die Türkei und Russland dazu, die aus dem Kreis der Demokratien ganz rausgefallen sind. Und dann natürlich, was ihr alle beschrieben habt, also das Ringen innerhalb der Demokratien, ja, also die Qualität auch der Demokratie, wie gut funktioniert das System noch, was noch demokratisch ist, aber welche besorgniserregenden Entwicklungen haben wir. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen in die Länder rein, die ihr sehr gut kennt, weil ihr darauf berichtet und auch schon berichtet habt. Rieke, du hast die Trump-Jahre ja sehr eng verfolgt, auch weil du sozusagen bei der Wahl mit dabei warst. Es lässt einen ja dann auch so schnell nicht mehr los, selbst wenn man dann zwischendurch nochmal wieder in Deutschland ist. Und dann eben auch den, ja, wir sprechen mittlerweile von einem Putschversuch im Herbst 2020. Gab es oder gibt es so Punkte, an denen du dachtest, okay, jetzt ist gelaufen, Amerika als Demokratie nicht mehr existent? Ja, die gab es durchaus. Es war ganz interessant, die Situation kurz vor dem 6. Januar, weil eigentlich war das ein Moment von ganz großer Hoffnung in den USA. Fast alle ausländischen Korrespondentinnen und auch ganz viele US-Medien waren Anfang Januar 2021 nach Georgia gefahren, weil da gab es noch eine Special Election, in der zwei Senatssitze neu bestimmt wurden. Und es waren die zwei Senatssitze, an denen die Mehrheit im Senat hing. Und die Demokraten haben beide Sitze gewonnen. Und damit haben sie diese momentan noch vorhandene 50 Sitze im Senat bekommen und damit de facto eine Mehrheit, weil Kamala Harris als Vizepräsidentin eben die Tiebreakerin ist. Also wenn es eine Pattsituation gibt, ist die entscheidende Stimme die der Vizepräsidentin. Das heißt, die Demokraten hatten 51 Sitze und die USA und alle, man merkt, es war so eine Hoffnung, dass damit jetzt nach diesen 4 Trump-Jahren eine Zeit anbrechen würde, in der mit Joe Biden im Weißen Haus und dann eben der entsprechenden Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus tatsächlich etwas konstruktiv bewegt werden könnte. Und wir saßen also alle in Atlanta und haben darüber berichtet, weil es zog sich, es war sehr eng der Ausgang. Und an dem Morgen, als ich eigentlich mein letztes Porträt über John Ossoff geschrieben habe, der eben einen dieser Senatssitze gewonnen hat, sahen wir auf den Fernsehbildern dann auf einmal, was in Washington sich zuspitzte. Ich habe natürlich das Porträt über John Ossoff dann weggeworfen, das hat dann niemanden mehr interessiert. Und dann kippte die Stimmung einfach innerhalb von wenigen Stunden. Und in dem Moment, ich war gar nicht in Washington, ich war dann
6 Stunden, 7 Stunden später wieder in Washington. Aber als ich in den Flieger gestiegen bin von Atlanta zurück nach Washington, dachte ich, ich weiß nicht, wohin ich aussteige, also was passiert ist in dieser Zwischenzeit. Und da habe ich kurz gedacht, jetzt ist es vorbei, dann beruhigt es sich irgendwie wieder. Aber wir sehen jetzt ja auch an den ganzen Untersuchungsausschüssen, die im Repräsentantenhaus laufen, an dem, was Trump weiter versucht, was auch die Republikanische Partei weiter versucht, wie sehr dort eine legitime Wahl versucht wird, negiert zu werden, dass dieser Punkt eben noch lange nicht vorbei ist. Dieses Aufatmen, als dann Ende Januar Biden vereidigt wurde und es hieß, ah, naja, jetzt haben wir es ja noch mal geschafft. Das ist halt nicht so. Und das ist so gefährlich, dass man denkt, ah, ja, wir haben es geschafft, wir haben es noch lange nicht geschafft. Und deswegen, glaube ich, kommt dieser Punkt immer wieder. Und ich fliege jetzt in 2 Wochen wieder nach Washington, um dann wieder für 6 Monate dort Korrespondentin zu sein, um die Elternzeitvertretung für die geschätzte Kollegin Amrei Kohn zu machen. Und da denke ich wieder, wer weiß, wohin ich aussteige, wenn ich ankomme. Und ich glaube, diesen Moment werden wir in den kommenden Jahren immer wieder in den USA haben. Du hast schon gesagt, im Moment läuft die Aufarbeitung dieser Ereignisse am 6. Januar. Es gibt den Untersuchungsausschuss. Wir haben auch jetzt gerade in den letzten Wochen immer sehr beeindruckende Aussagen gehört, zuletzt von Cassidy Hutchinson, die erzählt hat, wie Trump am Abend selber auch versucht hat, selber ins Kapitol zu kommen, seine Leute dahin zu führen sozusagen. Was würdest du sagen, ist es wertvoll für die amerikanische Demokratie? Hilft das ihrem Bestehen, dass es jetzt so aufgearbeitet wird? Absolut, das ist auch interessant, weil im Vorfeld hieß es, naja, gut, das ist jetzt so ein Showprozess, den die Demokraten machen, vor allen Dingen, um jetzt vor den Zwischenwahlen im November wieder mehr Aufmerksamkeit auf die Verfehlungen der Republikanischen Partei zu lenken und sich selbst damit Stimmen zu sichern. Gleichzeitig würde dieser Ausschuss aber nichts bringen, weil er eben von den Republikanern gar nicht unterstützt wird. Es ist völlig unklar, ob da irgendwas Justiziables draus wird. Aber die letzten Wochen, finde ich, haben gezeigt, dass es eben doch eine sehr große Aufmerksamkeit gibt in der amerikanischen Gesellschaft, auch global, durch natürlich auch Aussagen wie die von der von dir gerade schon angesprochenen Cassidy Hutchinson, die einfach sehr explizit aus eigener Erfahrung heraus, sie war im Stab von Mark Meadows, von dem Stabschef von Trump an diesem 6. Januar, wie Trump wirklich informiert war, wie er auch wusste zum Beispiel, dass diese Demonstrierenden bewaffnet sind und ihm das aber alles egal war, dass er eigentlich nur wollte, dass seine Rede gut gefüllt ist und auch gesagt hat, er soll ja gesagt haben, lasst sie doch durch die Metalldetektoren durch, das ist mir wollen sie doch nichts tun. Also das sind schon sehr krasse Aussagen, die, glaube ich, auch für Trump gefährlich werden. Gleichzeitig glaube ich, dass es natürlich bei dem Teil der Amerikanerinnen und Amerikaner, die an Trumps Seite sind, die diese Lüge, die er eben seit über einem Jahr immer und immer wieder erzählt, dass diese Wahl gestohlen war, dass sie nicht legitim ist, dass es die Big Lie gibt eben darüber, was da passiert ist, die verfolgen diesen Ausschuss natürlich nicht mit einem Interesse von lerne ich noch etwas und muss ich meine Meinung revidieren, sondern die werden weiter daran glauben, was Trump ihnen erzählt und was, und das ist, finde ich, das noch weitaus gefährlichere, von der Republikanischen Partei in großen Zügen halt auch mitgetragen wird. Und das ist natürlich das, was dann wirklich demokratiegefährdend ist. Nicht nur dieser eine Putschversuch am 6. Januar, sondern das, was seitdem immer und wieder passiert und wie auch versucht wird, verfassungsmäßig da etwas auszuhöhlen, sodass wir in einer Situation sind, wo man sagen kann, wenn Trump 2024 nochmal antritt und legitim verliert, er aber diese Erzählung so breit gestreut hat, dass er sagt, nein, ich erkenne das nicht an, dass es da sicherlich in der Bevölkerung Zustimmung für geben wird. Und dann weiß man nicht, was passiert. Erleben wir einen zweiten 6. Januar? Erleben wir auf einem juristischen Feld etwas, was diese Wahl dann umkehrt? Also all das halte ich für möglich. Und es ist erschreckend, dass man das sagen muss, dass man das im Jahr 2022 in den USA für möglich hält. Mhm. Im Democracy Index der Zeitschrift Economist sind die USA auch seit 2016 runtergestuft worden. Sie gelten da jetzt als flawed democracy, also als fehlerbehaftete Demokratie. Und man kann ja schon jetzt auch mit den Urteilen des Supreme Court sehen, dass auch tatsächlich die Institutionen verändert wurden. Also er hat einfach diese Institution auf eine Art und Weise durch die Besetzung verändert, dass es schon relativ nachhaltig ist, oder? Also absolut. Ich glaube, der Supreme Court ist ein entscheidendes Gremium innerhalb dieses politischen Systems der USA geworden und auch etwas, was sich so die Gründerväter nicht erdacht haben, dass es einmal so passieren wird. Und das ist ja das Bizarre, dass die US-Amerikanerinnen und Amerikaner extrem stolz sind auf ihre Verfassung, auf ihre Demokratie, dass sie sehr große Stücke darauf halten, dass da eigentlich wenig verändert wird. Und aber die Republikanische Partei lange vor Trump
taktisch sehr klug erkannt haben, dass Macht über diesen Supreme Court funktioniert, weil durch die immer sich weiter polarisierende Gesellschaft die Parteien ganz oft gar nicht mehr zu einem Kompromiss gefunden haben und deswegen entscheidende Fragen, eben juristische Auseinandersetzungen wurden, zum Beispiel, man kann zurück hin zu Obama, Obamacare, die flächendeckende Gesundheitsversorgung war zum Beispiel etwas, was am Ende auch vom Supreme Court legitimiert wurde. Die Ehe für alle ist durch den Supreme Court gegangen, also alle sehr großen gesellschaftlichen Fragen im Land, über die sich die Parteien nicht einigen konnten, landen vor diesem Gericht. Und die Richterinnen und Richter sind auf Lebenszeit besetzt und deswegen sind sie zu einem politischen Machtmittel geworden. Und Donald Trump hatte das Glück, dass er in seiner Amtszeit 3 dieser Posten neu besetzen konnte. Und das hat zum Beispiel auch Mitch McConnell, der Minderheitenführer im Senat, der ganz lange Mehrheitsführer im Senat war, das ist seine, meine Meinung, politische Lebensleistung, dass er es geschafft hat, dieses Gericht jetzt so konservativ zu besetzen. Und das ist eine extrem große Gefahr für die Demokratie in den USA. Matthias und Michael, die Zuschauer im Livestream können euch wahrscheinlich nicht die ganze Zeit sehen, aber wir können euch die ganze Zeit sehen. Also wenn ihr irgendwo reinspringen wollt, einfach wild winken, dann kommt ihr natürlich jederzeit auch mit in die Debatte. Michael, vielleicht schauen wir als nächstes nach Russland, wo du ja, wie gesagt, schon in den 90er Jahren, ab 1996 mal warst. War Russland damals eine Demokratie und wie hast du dieses Land wiedergefunden, als du jetzt dann 2021 zurückgekehrt bist nach Moskau? Naja, Russland war keine Demokratie. Ich würde auch eher sagen, es war so eine Art Flawed Democracy. Aber es gab einfach Meinungsvielfalt. Keiner musste Angst haben, wegen seiner Meinung verfolgt zu werden. Es gab landesweite Medien, Linke, Rechte, Liberale. Insoweit hatte es also schon sehr viele Merkmale einer offenen Gesellschaft. Heute sieht das ganz anders aus. Aus der heutigen Perspektive hier vom Regime werden die 90er Jahre immer so als Chaosjahre bezeichnet. Aber das Chaos war eben auch die Freiheit. Und wenn du mich fragst, na, ob ich das Land wiedererkannt oder wie habe ich es wiedergefunden, dann muss ich sagen, erstmal Moskau, wahnsinnig sauber. Das Interessante hier ist ja kein Bettler, der irgendwie das Bild stört. Hier haben sie irgendwelche Prachthäuser von früher aufgebaut, die es früher gar nicht gab. Ich war gerade bei McDonald's, übrigens interessant, McDonald's ist hier ja nicht mehr. Sie haben hier so eine Kopie jetzt aufgebaut mit schwarzem Spiegelglas überall. Man darf sich auf irgendwelchen großen Bildschirmen, darf man sich das Menü zusammenstellen, zahlt dann mit dem Handy. Also super cool, alles wahnsinnig sauber, alles, was zu Boden fällt, wird sofort weggeräumt. Also so eine Diktatur kann eine verdammt saubere Angelegenheit sein, aber wenn einer das falsche Wort sagt. Und das ist halt der große Unterschied zu früher. Ich habe dieses Land eben kennengelernt als ein Land von total freier Rede. Ich habe es in den Jahren 14, 15 erlebt als ein Land, wo sehr viel gestreamlined war, aber wo es immer noch die Möglichkeit gab, für Oppositionsmedien ihren Punkt zu machen. Und heute muss man einfach sagen, es ist eine Einheitsmeinung und die wird einfach von dem einen Führer vorgegeben und alle anderen sappeln sie nach. Ich höre hier einfach 100.000 Millionen Putins auf mich einreden und das ist schon sehr bedrückend. Wann hat das angefangen? Was würdest du sagen, wie sich diese Entwicklung abgespielt hat? Naja, ich würde sagen, das begann tatsächlich, also 3 Schritte eigentlich. Putin hat Anfang der 2000er die landesweiten Medien gleichgeschaltet. Ihm war wichtig, Kontrolle über die Fernsehsender zu bekommen. Darunter existierte ganz viel Buntes auf lokaler Ebene, lokale Radios und Zeitungen. So ab 2012, als Putin zurückkehrte ins Präsidentenamt, fing er damit an, einzelne dieser noch freien Medien verfolgen zu lassen. Da wurden dann immer wieder Exempel statuiert, um einzuschüchtern. Und jetzt würde ich sagen, und da hat einfach der Kriegsbeginn oder vielleicht auch noch die Rückkehr des oppositionellen Nawalny nach Russland, wonach es ja auch noch mal kräftige Demonstrationen gab, als der ins Gefängnis kam. Das war ein Prozess, der begann mit der Rückkehr von Nawalny und den Demos, seiner Inhaftierung und ist jetzt nach dem Kriegsbeginn, dem Überfall auf die Ukraine, gewissermaßen abgeschlossen worden. Diese Vereinheitlichung, die Zerstörung aller abweichenden Meinungen
und damit halt eben auch die Herstellung eines totalitären Informationsraums, in dem man heute in Russland lebt. Wenn man sich nicht die Mühe machen will, einen VPN-Server auf sein Handy zu laden und auch mal schauen, was russische Medien in Estland oder in Berlin oder in Georgien denn so bringen. In Russland finden ja Wahlen statt. Also rein formal betrachtet sich das Land, wie so viele andere auch, als Demokratie. Und die Zustimmungswerte zu Putin sind dann immer auch sehr hoch. Also was sind die Mechanismen, mit denen diese hohen Zustimmungswerte erzeugt werden innerhalb des formal demokratischen Systems? Also erstens Medien ist ganz wichtig, weil über 80% der Russen schauen diese Staatsmedien nach allen Erhebungen. Dann sind es umfassende Verbote, Parteienverbote. Es werden hier ja keine Parteien mehr zugelassen, die in irgendeiner Form eine Chance haben, in den politischen Wettbewerb einzusteigen. Das war auch genau der Grund, warum Nawalny, als der zurückkam, hier sofort eingebuchtet wurde und jetzt in der zweiten Strafkolonie erschwerten Maßes sitzt, weil einfach politische Konkurrenz von vornherein ausgeschaltet wird. Und in den letzten Duma-Wahlen im vergangenen September hat man gesehen, da das immer noch nicht ausreichte und dann einige Leute irgendwie obstranatsch, wie sie waren, plötzlich anfingen, Kommunisten zu wählen, obwohl sie gar keine Kommunisten unterstützen wollten, nur um die Putin-Partei nicht zu wählen. Dann wurden anschließend in der Wahlnacht wurde nachgezählt und am nächsten Morgen kam plötzlich ein ganz anderes Ergebnis raus, als die Exit-Polls am Abend zuvor angegeben hatten und die Putin-Partei ging mit absoluter Mehrheit durchs Tor. Das zeigt einfach, wie hier die Wahlen im Grunde genommen nur noch so eine Fassade sind. Nach dem alten Stalin-Muster, sie wählen, wir zählen. Und so kommt es immer zum gewünschten Ergebnis. Die Frage ist, wieso lässt der überhaupt noch wählen, der Putin? Und das ist halt das Interessante. Was man in so einer Diktatur halt eben braucht, ist doch immer irgendeine Art von Säule der Legitimation. Und da ist die alte Antwort auch auf die Frage, warum sich denn früher immer die kommunistischen Systeme Volksdemokratien nannten. Weil man braucht immer dieses Demos, das Volk, das Demokratische, um halt sich den Anschein dieser Legitimation zu geben. Und deshalb ist für Putin sehr wichtig, Rating, die regelmäßigen Umfragen, geschönt durch staatliche Umfrageinstitute. Und zweitens dann die Wahlen. Die sind jetzt bei ihm nur noch alle 6 Jahre, weil die Sache ja doch schon sehr aufwendig ist für ihn, noch diese Mehrheiten herzustellen. Und aber es ist für ihn ganz wichtig, gegenüber der Elite und gegenüber dem Volk zu sagen, ich bin derjenige, der hier die Mehrheit hat und ich stütze mich auf die Mehrheit und deshalb bin ich da, wo ich bin. Du hast es schon gesagt, mit dem Krieg hat sich nochmal gerade auch für uns, für Medien, die in Russland tätig sind, die Konditionen grundlegend nochmal geändert. Es gab neue Mediengesetze. Wie beeinflusst das die Arbeitsweise? Wie kann man noch in Russland arbeiten? Welche Regeln wurden eingeführt? Das Schärfste war eigentlich das Militärzensurgesetz, das am 4. März, also kurz nach dem Überfall auf die Ukraine, eingerichtet wurde, wo alle schreibenden und sendenden Journalisten angehalten wurden, nur noch über die Armee das zu schreiben, was die Armee selbst verlautbart. So, daran kann man sich jetzt halten oder nicht halten. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass mittlerweile, also am Anfang waren wir alle ziemlich geschockt und dachten, was tun wir nun? Und mittlerweile, so geht es mir und auch einigen der Kollegen anderer Medien, dass wir einfach schreiben, was wir denken und meinen. Und damit natürlich Gefahr laufen, dass wir hier irgendwann belangt oder rausgeworfen werden. Nur dieser Prozess ist halt, was wir anfangs für eine vorübergehende Phase hielten, die verfestigt sich und ist, hier wird der Krieg benutzt und die Kriegszensur benutzt, um halt ganz grundsätzlich etwas zu ändern. In der Duma liegt gerade ein neues Gesetz, das allen inklusive Auslandskorrespondenten aus anderen Ländern allen verbieten will, Dinge über die Regierung zu schreiben, die Regierung nicht gesagt hat. Und das ist so ein weiteres dieser Gesetze, womit wir alle mundtot gemacht werden wollen.
Und wie gesagt, Ausgang offen, was die Arbeitsweise angeht, die ist halt eben immer so ein bisschen am Rande des Abgrunds. Und man muss halt sehen, wozu es führt. Aber das sind die Bedingungen derzeit in Russland, in einer Diktatur, die sich mittlerweile totalitäre Züge anlegt. Und das ist die Realität, in der wir leben. Vielleicht noch, bevor wir dann zu Matthias kommen, die Frage, wie optimistisch bist du, dass sich daran in den nächsten Jahren etwas ändert und warum könnte es sich ändern, wenn es sich ändert? Du fragst mich. Genau, also wie optimistisch bist du, dass wir noch in den nächsten Jahren das Ende des Regimes Putin sehen könnten? Ich bin von den Strukturen her wenig optimistisch, weil ich glaube, die haben hier auf eine sehr moderne und geschickte Weise und eben auch auf stetig flexible Art und Weise, indem sie einfach ständig beobachten, was passiert in der Gesellschaft, wie verändert sich die Gesellschaft und darauf relativ schnell reagieren, durchaus nachhaltiges autoritäres Regime eingerichtet haben. Was gibt Hoffnung? Der Mann ist 69, der wird jetzt im Oktober 70 Jahre alt. Man weiß immer nicht, wie lange das geht. Der Job ist ja stressig und man steht schon so ein bisschen unter Druck, wenn man halt eben so einen Krieg führt, in dem halt täglich Hunderte von russischen Soldaten wahrscheinlich sterben. Das hätte ich schon wieder gar nicht sagen dürfen. Und insoweit ist halt eben da einfach die Frage, wie lange hält er noch durch? Und dadurch, dass er sein Regime so wahnsinnig auf sich zugeschnitten hat, so wahnsinnig personalisiert, ist mittlerweile auch klar, dass wenn er mal geht, dass das Eruptionen gibt, weil die Architektur des Regimes mittlerweile so auf ihn ausgerichtet ist, dass Dinge aus der Balance geraten. Und früher hätte ich immer gedacht, na ja, das gibt hier einen relativ weichen Übergang, dann kreieren sie einen neuen Putin. Aber Putin ist mittlerweile so überlebensgroß und alles hängt von ihm ab, dass ich nicht glaube, dass der einfach ohne Erschütterungen zu hinterlassen gehen kann. Und das macht die Dinge hier natürlich alles noch viel angestrengter und überdrehter. Aber der Personenwechsel würde, glaube ich, in diesem Land unheimlich viel ausmachen. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Nur das alte Mantra, das wir immer mal wieder gehört haben, wenn der Putin weggeht, dann wird das alles viel schlimmer. Das glaube ich nicht, weil ich glaube, wir sind irgendwie hier schon im Superlativ. Und wenn er mal geht, dann kommt was anderes. Was kann ich nicht sagen, aber es wird sich verändern und schon die Veränderung allein wäre ganz viel Hoffnung. Mhm. Matthias, das war jetzt insgesamt schon so viel Doom and Gloom, dass ich Frankreich jetzt mal ein bisschen anders anmoderiere, als ich es eigentlich hier stehen habe. Also hier steht, dass natürlich auch bei dir jetzt bei zwei Präsidentschaftswahlen hintereinander eine rechtspopulistische Kandidatin sehr viele Stimmen geholt hat. Aber man kann natürlich jetzt auch sagen, Frankreich hat es geschafft, bei zwei Wahlen hintereinander eine starke rechtspopulistische Kandidatin dann doch eben zu besiegen und auf die minderen Ränge zu verweisen. Also in welche Richtung würdest du das im Moment erzählen? Ja, ich habe mir gedacht, als ich nach Paris gegangen bin, dass ich für den Optimismus zuständig bin in der Zeitung. Als ich Michael eben zugehört habe über die Sauberkeit in Moskau, musste ich schmunzeln, weil in Paris ist es vielleicht nicht ganz so sauber. Jedenfalls gibt es in der Stadt eine große Debatte über die mangelnde, nicht so große, vermeintliche Nichtsauberkeit. Und vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen für eine Demokratie, wenn es nicht ganz so sauber ist. Also klar, gemessen an dem, was Michael erzählt, aber auch an dem, was Rieke erzählt aus den USA, dieses hier ist eine funktionierende Demokratie. Es gibt Rechtsstaatlichkeit, es gibt Gewaltenteilung, es gibt Wahlen, die frei, fair und allgemein sind. Es gibt, auch das muss man dazu sagen, Wahlen, die eben von niemandem, deren Rechtmäßigkeit von niemandem in Frage gestellt wird, auch nicht von Le Pen, auch nicht von Jean-Luc Mélenchon, dem sozusagen nicht Pendant zu Le Pen, aber eben auch auf der linken Seite des politischen Spektrums ein relativ radikaler Kandidat, der schon für eine neue Republik und für in gewisser Weise ein anderes System eintritt, aber der eben auch an keiner Stelle
an keiner Stelle die Legitimität hier der Institutionen oder eben auch der Wahlen, die gerade hinter uns liegen, Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen, in Frage stellt. Was wir hier beobachten können, ist was anderes. Die Frage ist aus den demokratischen Verfahren heraus, und wie gesagt, zwei Wahlen sind hinter uns, welche sozusagen Legitimation entsteht daraus? Und da muss man leider sagen, haben diese beiden, sowohl die Präsidentschaftswahl als auch die Parlamentswahl jetzt, eben doch einige Krisensymptome zutage gefordert. Macron ist im Amt bestätigt worden. Sie haben das verfolgt, oder Zuschauer, Zuhörerinnen haben das verfolgt. In der zweiten Wahlrunde wieder gegen Le Pen. Aber eine neue Stärke entsteht daraus nicht für ihn, sondern im Gegenteil. Kaum war er gewählt, sind die Umfragen in den Keller gerauscht. Viele haben ihn nur gewählt, um Le Pen zu verhindern. Insbesondere bei der Parlamentswahl, bei beiden Wahlen, ist die Wahlenthaltung noch mal deutlich gestiegen. Bei der Parlamentswahl in beiden Runden haben mehr Leute nicht gewählt, als gewählt haben. Also das heißt Wahlbeteiligung jeweils unter 50%. Und du hast es gesagt, im Parlament sind die radikalen Kräfte auf der rechten wie auf der linken deutlich gestärkt worden. Diese Radikalisierung ist natürlich auch ein Krisensymptom. Wofür steht das? Das steht einerseits für gesellschaftliche Verwerfungen, die wir hier erleben, zwischen Generationen, zwischen Armen und Reichen, zwischen Gebildeten und weniger Gebildeten, zwischen Stadt und Land. Das kann man im Einzelnen durchgehen. Es ist aber eben gleichzeitig auch, und da berührt es dann den demokratischen Kern, es ist im Grunde genommen auch eine Misstrauenserklärung an die etablierten, nicht nur Parteien, sondern eben auch teilweise Institutionen. Das heißt, was wir hier erleben, ist auf einem ganz anderen Niveau, nochmal auf einem ganz anderen Niveau, aber es sind schleichende Dinge, die eben dann gleichwohl trotz allem Optimismus nicht nur zur Beruhigung beitragen. Und nur um das einmal noch klar zu sagen, wir gucken immer viel auf Frankreich und dann sehen wir Le Pen, oder sagen wir mal, alle 5 Jahre kommt Le Pen wie im Puppentheater, der Teufel sozusagen, kommt alle 5 Jahre die böse Hexe einmal hervor und dann verschwindet sie anschließend wieder in der Kiste. Sie wird immer stärker von Mal zu Mal. Präsidentschaftswahl, zweite Wahlrunde, Marine Le Pen, das finde ich für mich die eigentlich erschreckende Zahl der letzten Wochen. Marine Le Pen bekommt 42% und das entspricht 13 Millionen Stimmen. Und nichtsdestotrotz ist Le Pen mehr ein Symptom als die eigentliche Bedrohung für die Demokratie hier. Das heißt, das Problem selber ist größer, es ist komplexer, es ist auch teilweise widersprüchlicher. Und das vielleicht als letzten Punkt, das Widersprüchliche, dass Le Pen oder ihre Partei, aber sie selber auch, jetzt sehr stark im Parlament vertreten sind, zum ersten Mal mit einer Fraktion von 89 Abgeordneten, dass die sehr weit links stehende Partei von Jean-Luc Mélenchon, er selber nicht mehr, aber eben seine Partei sehr stark jetzt im Parlament vertreten ist, wirft zwar allerlei Schwierigkeiten auf und Probleme auf, Macron hat seine Mehrheit verloren, kann man aber natürlich auch lesen, und so würde ich es lesen, als einen demokratischen Fortschritt, weil zum ersten Mal die politischen Kräfte, die ja einen großen Teil an Unbehagen, was im Land ist, widerspiegeln, ihre Vertretung in den demokratischen Institutionen haben, nämlich im Parlament. Das ist in den vergangenen Jahren nicht der Fall gewesen, weil es hier Mehrheitswahlrecht gibt. Also insofern, was ich sagen will, ist, es ist ein sehr viel subtilerer, auch ein krisenhafter Prozess, aber es ist kein Prozess, der sozusagen geradewegs in den Untergang führt. Mhm. Du hast es schön beschrieben, wie alle 5 Jahre Marine Le Pen so aus der Kiste rauskommt wie so ein Springteufel und alle Deutschen schauen ganz gebannt auf Frankreich, auch alle, die sich eigentlich sonst vielleicht nicht so für französische Politik interessieren, weil Frankreich eben so ein wichtiger Partner ist und man Angst hat, mit einer ja sehr antieuropäischen Marine Le Pen an der Spitze des Landes auch einen wichtigen Partner in der EU zu verlieren. Jetzt hat sie dieses Mal wieder
es nicht geschafft, Präsidentin zu werden, hat allerdings ja auch viele Stimmen gelassen an Eric Zemmour, einen weiteren Rechtsradikalen. Also das radikale rechtsextreme Spektrum ist ja größer als das, was sich jetzt nur in der Zustimmung zu Marine Le Pen abbildet. Würdest du sagen, dass es trotzdem auch in 5 Jahren wieder eine Gefahr bleibt, dass sie womöglich Präsidentin werden könnte? Ja, absolut. Also sie selber hat eigentlich, sie hat jetzt ihre dritte Präsidentschaftswahl hinter sich, 2012 das erste Mal, 2017 und jetzt. Sie ist immer stärker geworden. 2012 ist sie nicht in die Stichwahl gekommen, 2017 zum ersten Mal in die Stichwahl mit einem damals eher schlechten Ergebnis, jetzt mit einem relativ guten Ergebnis in der Stichwahl, in absoluten Stimmen gemessen, gewinnt sie immer mehr dazu. Sie selber hat eigentlich gesagt, sie will nicht nochmal kandidieren. Jetzt ist sehr klar, diese Vertretung im Parlament ist aus ihrer Sicht eine Etappe und das eine Etappe auf dem Ziel, die Macht zu übernehmen. Aber noch einmal, nicht den Blick auf Frankreich auf Le Pen verengen und auch nicht auf das Krisenhafte, was man hier beobachten kann, nur auf Le Pen verengen. Wenn ich hier mit vielen französischen Bekannten oder Leuten, die ich auf Recherche treffe, spreche, insbesondere auch im linken politischen Spektrum, die würden an der Stelle jetzt sagen, also Macron ist das Problem für die Demokratie in Frankreich. Das führt zu weit, das jetzt alles auszuführen, aber warum das so ist, aber nochmal, das Ganze ist subtiler und schleichender, als dass man es nur an Le Pen festmachen könnte. Aber kannst du vielleicht mal einen Punkt sagen? Also was ist die Kritik? Warum ist Macron eine Gefahr für die Demokratie? Also ich gebe jetzt Kritik wieder, die ich mir nicht zu eigen mache. Die Kritik ist, dass Macron einerseits ein sehr technokratisches Regime führt. Tatsächlich hat er in den letzten 5 Jahren im Grunde genommen, er hatte eine übergroße Mehrheit im Parlament, und das Parlament sich nicht geschert. Auch das ändert sich jetzt. Er muss jetzt im Parlament um Mehrheiten suchen. Auch das ist übrigens eher aus meiner Sicht ein Fortschritt für die demokratische Widerstandsfähigkeit hier dieses Landes. Und dann ist die immer wiederholte Kritik an seiner Amtsführung, dass das eben doch sehr, der französische Präsident ist sehr mächtig, er hat sehr viele Möglichkeiten. Und dass Macron im Grunde genommen, hat die Bürgermeister übergangen, er hat die Gewerkschaften übergangen, er hat sich um relativ wenig, häufig, den Teil der Kritik würde ich sogar teilen, sich nicht um eine sehr breite gesellschaftliche Basis bemüht. Das ist noch nicht, daraus würde ich jetzt noch nicht sagen, dass der Mann eine Gefahr für die Demokratie ist, um hier nicht missverstanden zu werden. Aber es gibt genug Leute im Land, die das sagen. So. Interessant ist ja, dass Macron die Reform der französischen Demokratie auch selber im Munde geführt hat und dass er auch so ein bisschen experimentiert hat. Wir wollen ja hier schauen auf die Zukunft der Demokratien auch. Und viele, die in Deutschland auch mehr Bürgerbeteiligung fordern, gucken gerne mal nach Frankreich, weil er ja auch mit Bürgerräten experimentiert hat. Aber du würdest sagen, das hat sozusagen das Land nicht nach vorne gebracht und auch das demokratische System nicht nach vorne gebracht. Also wie steht es um diese Versuche von Innovation? Ja, ich glaube, das ist eher ein Teil, jedenfalls in der ersten Amtszeit, ein Teil des Problems gewesen. In der Tat hat er jetzt wieder, muss man sagen, angekündigt in seiner Rede, als er sozusagen in die zweite Amtszeit eingeführt wurde, hat er von einem Refondement der Demokratie, also einer Neugründung, Neubegründung der Demokratie gesprochen. Er wollte eigentlich, bevor er die Parlamentswahl verloren hat, wollte eigentlich wieder so eine Art Rat einsetzen, um über Fragen wie Mehrheit, wie Verhältniswahlrecht, mehr Bürgerbeteiligung, mehr Partizipation zu sprechen. Das, was er in der ersten Amtszeit gemacht hat, zum Beispiel nach den Protesten der Gelbwesten, die sicherlich tiefste und Erschütterung dieser ersten Amtszeit waren, ein halbes Jahr durchs Land zu tingeln, eine Grand Debatte zu führen, also das heißt exzessiv zum Teil 5, 6, 7 Stunden in Markthallen mit Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren, das sieht gut aus, das hat gut ausgesehen. Es hat ehrlicherweise an der Partizipation nicht sehr viel geändert. Es hat an den Entscheidungsstrukturen nicht sehr viel geändert. Und dasselbe gilt für das vielleicht ambitionierteste, was er eingesetzt hat, einen Klimarat. Auch der funktionierte nach sozusagen einer repräsentativen Auswahl von Bürgerinnen und Bürgern. Die haben dann
wahnsinnige Arbeit investiert, mit Experten gesprochen, am Ende viele Vorschläge gemacht, von denen ist sehr, 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 sehr wenig umgesetzt worden. Und da fühlen sich natürlich, also da wird das Ganze dann sozusagen, schlägt dann zurück. Da fühlen sich die Leute dann verarscht, auf gut Deutsch gesagt, weil ihnen vorgegeben wird, sie würden um ihre Meinung gefragt, sie könnten sich beteiligen. Und am Ende macht der Präsident dann doch, was er will. Wenn er das verstanden hätte, dass er das anders machen muss, dann wäre er selber, aber eben auch das Land schon einen großen Schritt weiter. Mhm. Wir machen vielleicht noch ein bisschen weiter mit den verschiedenen Ländern, die wir jetzt auch in diesem Kreis ganz gut beobachten können, weil ihr sie kennt. Michael, die Türkei, aus der hast du auch berichtet, aus Istanbul. Und auch dieses Land sackt im Global Democracy Index jedes Jahr ein Stückchen weiter ab, zählt mittlerweile auch eher als hybrides System, gar nicht mehr als richtige Demokratie. Woran liegt das und wie optimistisch bist du, dass es sich vielleicht nochmal ändert? Ja, das liegt halt eben vor allem an einem Mann, und das ist Erdogan. Der ging eigentlich ins Premierministeramt 2003 als Champion für die Öffnung des Landes und vor allem für eins, was in der Türkei ja, die ja auch immer so ein bisschen eine flawed democracy war, zumal mit ihrer Putschgeschichte. Es ging um Teilhabe. Teilhabe einer Mehrheit der Bevölkerung, die vorher nur begrenzt gegeben war. Und dafür stand er, dafür hat er damals ja auch die EU-Beitrittsverhandlungen bekommen und so weiter. Aber lang ist her. Er hat halt an einem bestimmten Punkt in seiner Amtszeit, als die Leute da mal gegen ihn auf die Straße gingen und fanden, dass es jetzt auch mal reicht mit Erdogan oder seiner Art, seiner paternalistischen Art, da drehte er so durch und wurde halt paranoid. Und da er kein Ideologe ist, für den ihn manche halten, ich bin völlig anderer Meinung, ich halte ihn für super flexibel, für ruchlos flexibel, der nimmt sich einfach jede Ideologie, die ihm gerade passt. Und jetzt hat er sich mal mit dem Nationalismus, hat er so eine Lebensabschnittspartnerschaft eingeleitet. Er ist gerade mit einer Koalition von Ultranationalisten, den ja auch in Deutschland bekannten Grauen Wölfen, deren Partei hat er sich verbündet, um an der Macht zu sein. So, und genau diese Mischung führt halt zu dem, was wir in der Türkei haben, nämlich, wie du richtig sagst, ein hybrides System. Ich würde es nicht eine Diktatur nennen, wie in Russland oder China, sondern es ist ein System, in dem autoritär Dissens versucht wird zu unterdrücken, aber in dem es immer noch alternative Medien gibt und in dem auch immer noch frei diskutiert wird, aber halt eben in Exempel statuiert wird. So, und was mir doch ein bisschen Hoffnung gibt, ist die Wahl im nächsten Jahr. Die Türkei wird ja 100 Jahre alt und das hat alles wahnsinnig große Bedeutung. Natürlich auch für Erdogan, weil er da dann mit großen Zeremonien sich als größter Führer der Türkei aller Zeiten etablieren will. Größer als Kemal Atatürk, der Gründer des Landes. Und da will die Opposition ihm nun einen Strich durchmachen durch die Rechnung. Es hat sich ein Bündnis in Russland undenkbar, in China sowieso, aus 6 Parteien zusammengesetzt, aus ehemaligen Erdogan-Mitstreitern, viele haben ihn verlassen wegen seines Kurses, aus linken und rechten Parteien, da sind auch Nationalisten dabei, die mittlerweile viel mehr Stimmen nach Umfragen haben als die Grauen Wölfe, die an der Regierung sind. So, und diese Parteien zusammen, die hätten rechnerisch total die Mehrheit. Fürs Parlament allemal und Erdogan aber selber ist auch weit unter 50% in den Umfragen gesackt. Das liegt auch an einer heftigen Wirtschaftskrise mit Inflationsraten von weit über 50%, aber auch an einer insgesamt Erdogan-Müdigkeit. Und Erdogan versucht es halt eben nun durch alle möglichen nationalistischen Strohfeuer. Wir erinnern uns jetzt an den Knatsch um den Beitritt von Schweden und Finnland zur NATO, wo er ja sein Veto eingelegt hat. Und ganz vorbei ist es vielleicht immer noch nicht bis zur Ratifizierung im türkischen Parlament. Mal sehen. Auf jeden Fall braucht er jetzt allen möglichen Zoff nach außen, damit er den Türken zeigen kann, hey, ich bin immer noch euer alter Erdogan, der für eure Rechte eintritt. Und er wird polarisieren, aber es sieht echt nicht gut aus für ihn. Und ich glaube, um an der Macht zu bleiben, müsste er wirklich schon die türkische Demokratie oder das, was davon noch übrig ist,
komplett aus den Angeln heben und mal sehen, ob ihm das gelingt. Es wird jedenfalls wahnsinnig spannend im nächsten Jahr in diesem Land. Matthias, wir reisen vielleicht einmal mit dir noch weiter nach Osteuropa, weil du ja als früherer Brüssel-Korrespondent natürlich auch die EU-Länder ganz gut im Blick hast, die auch vom Backsliding, vom inneren Backsliding betroffen sind, von allen voran natürlich Polen und Ungarn. Wie würdest du da die Lage im Moment einschätzen und wie reagiert die EU auch darauf? Reagiert sie aus deiner Sicht richtig? Ja, Ungarn und Polen sind deutlich innerhalb der Europäischen Union die beiden Länder, die bei diesem Backsliding am weitesten fortgeschritten sind und wo es eben tatsächlich an die demokratische Substanz geht, was den Umbau der Institutionen und was die Veränderung der Spielregeln anbetrifft. Also man kann, und das gilt eben zuerst, erstens, zweitens und drittens für die Justiz. Beide Länder oder im Grunde genommen die Polen sind einem Vorbild gefolgt oder einem Modell, das Orban vorgemacht hat, wie man erst das Verfassungsgericht sich gefügig macht, um dann mit dem Verfassungsgericht einen Hebel zu haben, den Rest der Justiz nach seiner Fasson auszurichten. Und sicherlich, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Michael hat eben für Russland beschrieben, wie wichtig, wissen wir alle, nicht weil wir selber Journalisten sind, aber wie wichtig eben freie Medien sind. Die Medien, die es in Ungarn gibt, sind frei, aber über wirtschaftlichen Druck hat eben eine wahnsinnige Konzentration stattgefunden und es gibt nicht mehr sehr viele wirtschaftlich tragfähige Oppositionsmedien. Und anders als in Polen, für Polen bin ich optimistischer, anders als in Polen ist eben auch die zivile Gesellschaft in Ungarn längst nicht so stark. Also das heißt, das sind die Länder, wo es an die demokratische Substanz geht. Tut die EU genug? Die Gegenfrage würde lauten, wenn diese beiden Länder außerhalb der EU wären, wie es dann in diesen beiden Ländern aussehen würde. Und ich glaube, der Prozess, auf den sich diese Regierungen gemacht haben, der wäre sehr viel weiter fortgeschritten. Also insofern hat die EU sicherlich eine bremsende Wirkung. Was die EU nicht kann und was nicht angelegt ist in dem Konstrukt der EU, sie kann nicht Regierungen wechseln in einzelnen Mitgliedsländern. Das ist häufig, habe ich das Gefühl, bei der Kommentierung, bei der Berichterstattung, bei dem Sprechen darüber, wir würden am liebsten haben, dass Brüssel die EU Orban stürzt. Das kann nicht ihre Funktion sein, dass sie an der einen oder anderen Stelle mehr Druck aufbauen kann. Zuletzt hat sie viel, gerade auf Orban, sehr viel Druck aufgebaut. Ungarn bekommt nach wie vor nicht die Gelder aus dem Wiederaufbaufonds. Das ist, glaube ich, richtig, aber eben richtig ist auch, dass dieser Druck aufrechterhalten werden muss und an der einen oder anderen Stelle eher verstärkt werden muss. Wir waren vielleicht auch, wenn ich das einwerfen darf, vielleicht auch zu optimistisch bei den Erweiterungen. Wir lebten ja im Grunde genommen in dem Zeitalter der ständigen Verbesserung und des historischen Optimierens. Und heute denken wir ganz anders. Aber wenn wir diese Perspektive gehabt hätten, dann hätten wir vielleicht noch länger drüber nachgedacht, welche Bremsen wir einbauen oder womöglich Stichwort Vetorecht in der EU, weil Ungarn ja auch immer wieder wichtige gemeinsame EU-Entscheidungen in der Außenpolitik gegenüber Russland zum Beispiel mit Veto belegt, wie wir das anders gestalten. Nicht? Und heute sind wir gewissermaßen nachträglich so ein bisschen auch Opfer unseres eigenen Optimismus gewesen. Naja, man muss aber, wenn ich ganz kurz noch antworten darf, dass Ungarn und dass Polen, die 2004 in die EU aufgenommen worden sind, waren rechtsstaatliche Demokratien. Und das Vetorecht ist, glaube ich, ein anderes Problem, weil mit dem Vetorecht sozusagen veränderst du nicht das interne, veränderst du nicht die internen Verhältnisse in Polen und in Ungarn. Mhm. Aber klar, was passiert ist, hätten wir uns nicht vorstellen können. Mhm. Absolut. Regression ist machbar, Herr Nachbar.
Wir zoomen vielleicht nochmal so ein Stückchen raus. Also eine Beobachtung in der Demokratieforschung, ihr habt es teilweise auch schon erwähnt, ist, dass sozusagen die Art und Weise, wie Demokratien zurückschreiten, wenn sie denn zurückschreiten, sich total verändert hat. Also wir hatten in den 70er Jahren dann eine ganze Reihe von Militärputschen, vor allen Dingen auch in Lateinamerika, wo dann das demokratische System einfach weggefegt wurde. Und heute, ihr habt es alle beschrieben, funktioniert es, wenn es passiert, anders. Also man geht an die Gerichte, man löst die Gewaltenteilung wie in Polen teilweise auf zwischen der Justiz und der Regierung oder man macht sich an die Medien ganz stark wie in Russland, wo dann alle Medien nur noch das Gleiche sagen dürfen. In Amerika wird sozusagen die ganze Wahrheit unterhöhlt durch dauerhaftes Lügen des Präsidenten, sodass am Ende keiner mehr weiß, was richtig ist. Jetzt könnte die These ja sein, andererseits wollen halt auch alle immer noch sagen können, dass sie Demokratien sind. Stärkt das vielleicht sogar die Demokratie? Also als Norm ist sie ja immer noch da. Macht es das besser? Ich weiß nicht, ob es das besser macht, aber ich glaube, wenn man versucht, was Positives daran zu sehen, und das sieht man ja auch in den USA durchaus, sind natürlich die Bemühungen der anderen. Also es ist ja nicht die gesamte Gesellschaft in den USA, es sind nicht alle Politikerinnen und Politiker, die sagen, genau das machen wir jetzt, was ich eben schon geschildert habe, was wir aus allen anderen Ländern hören, dass man eben auch über legale Wege versucht, Demokratien sich gefügig zu machen. Und ich glaube, das ist halt das Gefährliche, dass man sagt, man möchte dieses Label Demokratie noch. Donald Trump sagt auch nicht, ich möchte die USA verändern, weil er sagt, natürlich, die USA sind die großartigste Nation der Welt und die großartigste Demokratie. Er möchte die Demokratie sich aber so gefügig machen, wie es ihm passt. Und darüber geht er eben auch Wege, die er gehen kann. Neben dem Lügen macht er eben auch Dinge wie, wo kann ich zum Beispiel auf einzelnen Bundesstaatenebenen Leute, wie es in den USA ist, in wählbare Ämter heben, die eben Wahlen zertifizieren und die mir dann genehm sind. Und das ist im Grunde genommen ein legaler Weg, wenn das eine Wahl ist und wenn dann da Leute reinkommen, die seinem Weg folgen, dann kann er sagen, wieso, ist doch alles ein demokratischer Prozess. Aber wenn ich finde, ich habe nicht die Stimmen in Georgia oder Biden hatte die Stimmen in Georgia nicht und der Beamte XYZ, der diese Wahl ratifiziert, der sieht das ähnlich. Damit schafft er sich natürlich eine sehr gefährliche Basis, die immer noch unter diesem Label Demokratie läuft. Aber, und jetzt komme ich wieder zu meinem Positiven, jetzt war ich doch wieder ein bisschen pessimistisch, es gibt natürlich auch die anderen Bewegungen. Man sieht es jetzt gerade nach dem aktuellen Urteil, vor allen Dingen vom Supreme Court, das Roe v. Wade gekippt hat, also das grundsätzliche Recht von Frauen auf einen Schwangerschaftsabbruch in den USA, dass die Gegenbewegung, dass die Zivilgesellschaft auf liberaler Seite, auf linker Seite extrem aufgerüttelt wurde dadurch nochmal. Und Biden hat es jetzt gerade erst nochmal gesagt, interessanterweise, als er in Madrid war, auf dem NATO-Gipfel, wo es natürlich viel um Außenpolitik ging, um Sicherheitspolitik, aber bei seiner abschließenden Pressekonferenz natürlich auch nach dem Supreme Court gefragt wurde. Er hat sehr deutlich gemacht, was er davon hält, nämlich, dass das eine Disgrace ist, eine Schande ist eigentlich, wie dieses Gericht sich gerade verhält. Und was man dagegen tun könnte, sei wählen gehen. Also er hat versucht, natürlich demokratische Prozesse enorm zu stärken. Also er hat wirklich explizit im Zitat gesagt, vote, vote, vote. Also er hat extrem animiert und wir haben das gerade gehört, Matthias, du hast es gesagt, wie wenig Leute in Frankreich jetzt gewählt haben und in den USA ist das ähnlich, dass die Wahlbeteiligung eher gering ist und bei der letzten Präsidentschaftswahl war sie so hoch wie nie. Joe Biden hat so viele Stimmen bekommen wie kein Präsident vor ihm. An zweiter Stelle steht aber Donald Trump 2020. Also auf beiden Seiten ist die Mobilisierung hoch und ich glaube, darauf muss man hoffen, wenn man optimistisch sein möchte, dass in den USA, weil man eben diese Demokratie erhalten möchte und weil man für die Demokratie kämpfen möchte, die eben die wirkliche Demokratie ist und nicht die ausgehöhlte, mit der sich Donald Trump oder andere, die wie Donald Trump sind, es könnte ja auch sein, dass 2024 nicht Donald Trump antritt, aber eben jemand wie er. Also es ist auch nicht so, dass wenn Donald Trump weg wäre, das Problem in den USA verschwunden wäre. Also ähnlich wie bei Le Pen, es ist nicht nur Trump und wenn der irgendwann verschwunden ist, ist alles gut. Die Partei, viele Figuren in dieser Partei, zum Beispiel Ron DeSantis, Gouverneur in Florida, spielen das ähnliche Spiel, haben genau das Playbook von Trump. Aber deswegen glaube ich, ist diese Mobilisierung so wichtig und dass man sagt, wir kämpfen für unsere Demokratie. Und diese Bewegung sehen wir jetzt auch. Wir werden im November in den USA erkennen können, ob es schon einen Ausschlag gibt, also ob die Leute auch wirklich bereit sind, dafür zu kämpfen, dass sie eben nicht nur auf Präsidialebene, sondern auch auf Gouverneursebene, auf Abgeordnetenebene,
und bis runter in die einzelnen Bezirke bereit sind, zur Wahl zu gehen, um eben Menschen in Ämter zu heben, die nicht sagen, naja, ich folge Donald Trump und allem, was er möchte, blind. Mhm. Ja, dieses Trump-Playbook, also dieser Spielplan für den Umsturz, sozusagen formal zu sagen, ja, wir sind eine Demokratie und ich möchte diese Demokratie schützen und ihr seid die, die die Demokratie unterhöhlen und ihr habt Wahlbetrug begangen. Das ist ja auch ein wahnsinnig erfolgreiches Modell. Also in Brasilien sehen wir gerade, wie Bolsonaro das ausrollt und auch versucht, bis zur Wahl im Oktober dann eben so viel Unsicherheit ins System zu tragen, indem er auch behauptet, da würde gefälscht mit dem elektronischen Wahlsystem, dass er dann dasselbe auch wieder machen kann. Aber trotzdem kann man ja festhalten, Demokratie ist ein wahnsinnig attraktives Label für einen Staat und vielleicht auch, damit Sie alle so ein bisschen wacher werden, ich glaube, es ist sehr warm hier drin, vielleicht, es gibt wirklich nicht viele Länder, die sagen, wir sind keine Demokratie. Was glauben Sie, wie viele sind das, die offen zugeben, dass sie keine Demokratie sind? Einfach mal reinrufen, ein paar Zahlen. Ich gebe das dann weiter in den Livestream. Ungefähr? 3? 10 höre ich hier noch aus der ersten Reihe. Noch Angebote? Mehr? ja, es sind tatsächlich nur eine Handvoll. Also so die Golfmonarchien, Oman, Saudi-Arabien, Katar, der Vatikan natürlich, die Vereinigten Arabischen Emirate, Brunei und jetzt seit dem letzten Jahr auch Afghanistan, die offen sagen, wir sind keine Demokratie mehr. Aber das Label bleibt tatsächlich ziemlich attraktiv. Vielleicht auch nochmal an Matthias und Michael, an euch die Frage, würdet ihr sagen, das macht auch Hoffnung für die Demokratie, das ist sozusagen als Aufkleber auf meinen Staat immer noch so eine gute oder wichtige Bedeutung hat? Vielleicht Michael, du zuerst. Ja, das ist natürlich auf jeden Fall ein Hoffnungszeichen, dass man nicht einfach sagt, wir sind einfach lieber eine Diktatur. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass die Demokratie und das, was dann so vorgespielt wird, halt eben in einer Weise ausgehöhlt und verfälscht wird, dass es halt eben einfach zu so einer Fassade nur noch Fassade wird. Und deshalb, glaube ich, gilt es dann im Wettbewerb der Systeme, den wir unzweifelhaft haben, die Vorzüge der wirklichen Demokratie zu zeigen und eben auch die Fassadendemokratie, hinter der die Diktatur steht, immer wieder zu entkleiden und immer wieder zu sagen, da ist genau der springende Punkt, wo ihr genau das Gegenteil von Demokratie seid. Matthias, was würdest du sagen? Ja, kann ich mich im Grunde genommen anschließen. Also ich finde es eher ein Problem, weil es eben die Maßstäbe verwischt. Ne? Es wäre natürlich sehr viel einfacher, wenn bestimmte Länder, die offensichtlich keine Demokratien mehr sind oder keine Demokratien waren, wenn die das auch in Anführungsstrichen zugeben würden. Die Tatsache, dass das Label attraktiv bleibt, ist schön, aber damit ist natürlich wirklich gar nichts gewonnen. Gehört China zu den Ländern, die von sich selber auch sagen, dass sie eine Demokratie seien? Naja, sie haben einen Volkskongress. Also ja, sie bezeichnen sich. Ja. Michael? Volksdemokratie. Ja, halt. People's Republic of China. Ja, also damit ist nicht so viel gewonnen, ehrlicherweise. Ein Thema, wir gehen vielleicht mal so ein bisschen auf die Schlusskurve und damit es nicht so furchtbar deprimierend ist. Also wir haben ja jetzt viele Beispiele schon gehabt und über die ganzen Probleme gesprochen. Ich glaube, man kann sagen, dass viele Demokratieforscher sagen, auch was einen eher optimistisch stimmen kann, dass man so Mitte in den letzten 10 Jahren eigentlich auch damit gerechnet hatte, dass es nochmal so eine dritte Welle der großen demokratischen Rezession geben würde. Das ist dann doch in vielen Ländern ausgeblieben oder auch lateinamerikanische Länder, die sich wieder ein Stückchen stabilisieren. Aber vielleicht machen wir noch mal eine Runde, wo jeder von euch sagt, so ein paar Dinge, die einen hoffnungsfroh stimmen. Du hast schon die starke Zivilgesellschaft in Amerika genannt. Gibt es noch was oder vielleicht auch ein Länderbeispiel, wo du sagen würdest, da hat man doch eigentlich gesehen, funktioniert oder ist sogar wieder besser geworden? Oder vielleicht noch ein Beispiel aus den USA, wo du denkst, ja.
Ja, ich glaube, in den USA gibt es schon viele Punkte, an denen man das schon auch immer noch sehen kann. Also man könnte zum Beispiel 2020 die Präsidentschaftswahl schon auch als positives Beispiel nehmen, weil Joe Biden eben doch sehr deutlich gewonnen hat und weil diese Mobilisierung funktioniert hat. Man sieht es auch in einzelnen Ämtern. Man sieht es, also wenn ich jetzt mal vielleicht ein radikal positives Beispiel bringe, innerhalb der Republikanischen Partei zum Beispiel Liz Cheney. Liz Cheney ist die konservativste Frau vermutlich in der Republikanischen Partei. Also wenn man, ich glaube, kein Demokrat würde sagen, oh, ich mag Liz Cheneys Politik inhaltlich. Ich glaube, da gibt es wirklich kaum ein gemeinsames Feld. Aber Liz Cheney ist eine sehr prominente Person und sie hat einen hohen Preis dafür bezahlt innerhalb der Partei, die sich seit dieser Wahl und auch seit dem 6. Januar hinstellt und sagt, das ist, was da passiert ist, geht gegen unsere Verfassung. Das ist etwas, was wir nicht akzeptieren können. Das können wir als Partei nicht akzeptieren. Sie ist Teil der Vorsitzenden dieses Ausschusses des 6. Januars im Repräsentantenhaus, als eine der ganz wenigen, als es jetzt eine Schweigeminute gab am 6. Januar, also zum einjährigen, ich weiß nicht, Jubiläum darf man ja gar nicht sagen, aber ein Jahr nach dem 6. Januar, da waren fast keine Republikaner anwesend, aber sie und ihr Vater waren da und haben daran teilgenommen und sie hat ihre Funktion in der Partei verloren. Sie muss schauen, ob sie in Wyoming wiedergewählt wird. Wyoming ist Cheney-Land, also das ist eigentlich undenkbar, dass eine Cheney nicht in Wyoming gewinnt. Donald Trump versucht gegen sie dort Stimmung zu machen, hat eine andere Kandidatin endorsed, also hat einer anderen Republikanerin sein Vertrauen ausgesprochen. Aber ich finde, Liz Cheney ist eben in diesem Prozess auch ein positives Beispiel und es gab jetzt gerade in dieser Woche eine TV-Debate in Wyoming, also wo die Republikaner untereinander gestritten haben. Und in ihrem Schlusswort hat Cheney halt gesagt, wenn jemand etwas anderes möchte, dann kann man sie nicht wählen. Aber wenn man sie wählt, dann wählt man die Verfassung, man wählt das, wofür dieses Land steht, man wählt nicht die Lüge. Und das fand ich schon auch ein starkes Zeichen und etwas, was Hoffnung gibt. Und ich hoffe auch darauf tatsächlich, dass dieser Ausschuss zum 6. Januar, der eigentlich für viele irgendwie so wird nichts bringen, die Attitüde hatte, dass der doch auch nochmal Dinge verändert, weil Leute sich eben trauen, doch auszusagen, wie zum Beispiel Hutchinson, junge Frau, die gesagt hat, nein, ich sage hier unter Eid aus und das ist natürlich auch ein Mut, der hoffentlich belohnt wird, sodass eben doch daraus etwas folgt, nämlich eine juristische Aufarbeitung. Michael, was stimmt dich optimistisch, wenn du auf die Demokratie in der Welt blickst? Ja, vielleicht zwei Dinge. Einmal, Veränderungen kommen ja manchmal, Revolutionen beginnen manchmal auf dem Lande, aber meist dann doch in den Metropolen. Und man konnte in den vergangenen Jahren immer wieder sehen, dass in Ländern mit autoritären Systemen, halt in Metropolen, Bewegungen entstanden, zivilgesellschaftliche, die Sachen verändern. Und da komme ich wieder auf mein türkisches Beispiel zurück, wo halt eben auch, ähnlich wie in den Jahren 18, 19, das auch mal in Budapest passiert ist oder in Warschau, wo plötzlich die Opposition die Macht übernahm, hat in der Türkei halt die Opposition die Macht übernommen in den wesentlichen großen Städten der Türkei. Und von dort bauen sie heute halt eben auch ihre Wahlkampfplattform für dieses entscheidende Wahljahr im nächsten Jahr oder bei vorgezogener Wahl Ende dieses Jahres aus. Und das heißt, da lebt noch was. Und das, finde ich, ist so wichtig zu sehen und eben auch zu unterstützen. Und das Zweite ist die Schreckbildfunktion. Es hat ja in den 10er Jahren im vergangenen Jahrzehnt auch in Deutschland immer wieder Leute gegeben, die dann durchaus sagten, bei uns irgendwie die Dinge gehen nicht voran und irgendwie auch in der Wirtschaft gab es manchmal Leute, die sagten, also können wir jetzt nicht mal Planungsbeschleunigungsgesetz irgendwie, da muss doch mal einer durchgreifen. Und genau dieser Überdruss an der Demokratie, der da entstand und dann übrigens auch gerade bei der Besichtigung mal in Moskau, wie schnell das hier dann geht, irgendwie mal eine Autobahn durchs Wohngebiet zu legen, weil darunter alle irgendwie mundtot gemacht werden. Da gab es eine gewisse Bewunderung, die sich jetzt, glaube ich, umkehrt in eine Art Schreckbild. Denn man stellt plötzlich fest, hallo,
Autokratie, Nationalismus führt tatsächlich zum Krieg. Und ich glaube, das ist die Lehre, die man einfach auch aus dieser Geschichte Russlands im Speziellen, und ich glaube, ich fürchte, wir werden es auch noch bei anderen Nationalisten erleben, übrigens bei Erdogan auch, der seine Kriege geführt hat seit seinem Schwenk in den Nationalismus, solche Systeme führen zum Krieg. Und dieses klarzumachen und dieses Schreckbild, aus dem hoffe ich mir einfach eine gewisse ernüchternde Wirkung auch auf westliche Demokratien, möge die Botschaft gehört werden. Ja, das ist ein sehr guter Punkt und vielleicht unsere China-Korrespondentin Shifan Yang kann heute nicht dabei sein, aber wer ein bisschen Optimisten muss, tanken will, kann vielleicht auch den Essay nachlesen, den sie kürzlich geschrieben hat, wo es auch um dieses Thema ging. Also die Hoffnung darauf, dass Autokratien einfach irgendwie effizienter sind und als hier am Anfang während der Corona-Pandemie ganz viel schief ging und wir nicht genug Masken hatten und keine Impfstoffe, hat man sehr stark ja auch in autokratische Länder, gerade nach China geguckt und gesagt, guck mal, wie die das machen, Covid-Strategie. Und sie zeigt in dem Essay, dass es eben an ganz vielen Punkten hakt, dass gerade dieses autokratische, mittlerweile auch diktatorische System, muss man sagen, sich so dermaßen selber im Weg steht, nicht nur in der Corona-Politik, auch in der Wirtschaftspolitik, dass sie die These wagt, dass sozusagen der Peak überschritten ist und dass es vielleicht doch dann Widerstand geben wird, einfach weil so viele Leute, also gerade unter den Jugendlichen sieht sie das, so viele Leute eine extrem hohe Unzufriedenheit auch mit diesem System entwickeln, trotz der zentralisierten Medien natürlich. Matthias, wie sieht es bei dir aus? Was stimmt dich hoffnungsvoll? Ja, wir hatten ja schon die, ich bleibe meiner Linie treu und Europa macht mich hoffnungsfroh und optimistisch und zwar namentlich die letzten 10 Jahre. Was meine ich? Vielleicht kann ich es persönlich sagen, seitdem ich mich, und das ist mehr als 10 Jahre, 10, 12, 15 Jahre, seitdem ich mich sozusagen mit diesen Fragen beschäftige, mit Populismus beschäftige, mit Radikalismus beschäftige in unterschiedlichen europäischen Ländern, hat sich mein Blick darauf verändert. Wir haben am Anfang, oder ich für mich jedenfalls, haben am Anfang so drauf geguckt und gedacht, okay, das ist irgendwie so eine Entscheidungsschlacht. Entweder gewinnen die einen oder es gewinnen die anderen. Und das ist es nicht. Was wir irgendwie lernen und gelernt haben in diesem vergangenen Jahrzehnt als westliche Demokratien, ist, dass das, was einmal erreicht ist, nicht fix ist, sondern es wird in Frage gestellt, es wird angegriffen von innen, von außen und das muss verteidigt werden. Und bei diesem Verteidigen würde ich sagen, dass das innerhalb Europas eben über die letzten 10, 12, 15 Jahre sehr gut gelungen ist oder jedenfalls unter dem Strich gelungen ist. Was meine ich? Wenn ich bei uns gucke, die AfD ist eine Kraft, die da ist. Sie repräsentiert ein bestimmtes Problem, sie repräsentiert eine bestimmte politische Haltung, die es im Land gibt, aber sie ist weit davon entfernt, mehrheitsfähig zu sein. Land, mit dem ich mich relativ früh beschäftigt habe, die Niederlande. Geert Wilders ist seit, ich weiß es nicht, 20 Jahren, glaube ich, Abgeordneter in den Niederlanden. Zwischendurch war er mal an der Regierung beteiligt. Bislang ist es ihm nicht gelungen, dieses Land irgendwie in seinem demokratischen Kern zu erschüttern. Selbst ein fragiles und kompliziertes Land wie Italien, was vor 3 Jahren eine Regierung aus Rechts- und Linkspopulisten der Lega Nord und den Cinque Stelle zusammen hatte, hat es überlebt. So, jetzt kommt die nächste Herausforderung. Jetzt führt in den Umfragen die postfaschistische Partei der Fratelli d'Italia. Also was ich sagen will, es ist, glaube ich, ein Prozess und es ist ein ständiges Ringen. Und in diesem Ringen, finde ich, haben sich die meisten europäischen Länder gut geschlagen und Ungarn und Polen, über das wir gesprochen haben, sind eben nicht zum Modell geworden. Sozusagen. Ungarn und Polen haben eine gewisse, also Ungarn hat so eine gewisse Ausstrahlungskraft in Serbien und in Slowenien, auf dem Balkan, aber das ist doch mit dem Blick auf das große Ganze eher marginal. Mhm. Ja, es gibt ganz viele Hoffnungsgeschichten da draußen. Manchmal passieren unwahrscheinliche Dinge, die ganz schlimm sind, wie das
Trump Präsident der USA geworden ist, womit wir, glaube ich, alle nicht gerechnet haben. Aber zum Beispiel in Kolumbien ist jetzt gerade die erste schwarze Vizepräsidentin an die Macht gekommen, womit auch noch vor wenigen Jahren wahrscheinlich niemand gerechnet hätte. Eine Frau, die tief verwurzelt ist in feministischen und indigenen sozialen Bewegungen. Also diese Geschichten müssen wir auch alle aufspüren und erzählen natürlich in der Zeit. Ich schließe hiermit die Runde und möchte zunächst den Panelisten ganz herzlich danken. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier zu sein. Danke nach Moskau und nach Paris. Danke Ihnen, dass Sie an so einem schönen sonnigen Tag hierher gekommen sind, um zuzuhören. Danke natürlich auch allen, die zu Hause vor den Computerbildschirmen sitzen und den Livestream verfolgt haben. Sie können gerne auch einfach jetzt kurz in den Park gehen und hier in der Nähe bleiben und dann wiederkommen. 20 Uhr geht es hier weiter mit einem Panel zur Zukunft des Sozialstaates, moderiert von meiner Kollegin Anna Meyer und mit der grünen Co-Vorsitzenden Ricarda Lang und Michael Kruse. Kommen Sie zurück oder machen Sie sich einen schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss.